Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von League of Legends. Ja, ich habe eine längere Pause gemacht, sorry dafür, wenn ihr auf das gewartet habt. Aber ja, wie ihr wisst, bin ich ein bisschen sensibel zu meinen Mitspielern und die nicht ordnungsmäßig spielen oder trollen oder alles Mögliche. Aber ja. Ab und zu kann ich trotzdem eins machen und ja, jetzt habe ich gerade Bock bekommen. Und wir müssen wahrscheinlich gegen Kayle kämpfen. Kayle, oder wie man die ausspricht. Oder Malphite, kann auch sein. Oh, zwei Tanks ist jetzt nicht gerade mein Ding. Also eher ein bisschen defensiv. Sind, aber ja, bin mal gespannt und ich hoffe auf meine Mitglieder, Mitspieler, dass sie etwas können. Zwei Rengar im Dschungel. Also, abladen. Wer ist hier noch am Laden? Diese drei. Diese zwei. Okay. Ich verstehe nicht. League of Legends ist doch kein Spiel, das extrem lange zum Laden braucht. Wieso haben denn diese solche Schrott-PCs? So, seid ihr gefreezed oder was? Endlich mal Miet, habe ich schon viermal gewünscht. Und ja, komm jetzt. Ich will spielen. Na, fängt ja gut an. Okay, endlich. Tanzende Klingen, jetzt Schritt. Na, nicht da. Tanzende Klingen. Mal schauen, wer empfohlen. Nein. Ich nehme irgendwas. So ein Ring. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Auf Ärger aus? Dass man das noch nimmt, aber wahrscheinlich schon. Ein Blue ist hier oben. Warum? Weil ich es kann. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. Ich liebe es. So. Nur Narren zögern. Die Vasallen sind erschienen. Spiele nie fair. Der Anfang geht irgendwie länger. Nicht zu viel Geduld. Kein Zurück. Wenn ihr flieht, seht ihr nicht, wie ich euch erdolche. Lasst uns tanzen. Faszinierend. 42.
20 AP. Ich hab voll auf AP gemacht. Ja! Ich kann nicht warten. Nein, die kenne ich nicht. Was hat welche Probleme mit mir? Ich habe mich entschieden. Was hatten die? Lol. Auf den Punkt. Die hat echt größte Probleme. Aber unauffindbar für Feinde. Erstes Blut. Ja. Lol. Auf den Punkt. Spiele nie fair. Am Anfang ein bisschen farm. Kai ist am Anfang sehr stark. Ich liebe es. Geht so gut in der Armee, das nervt. Kein Zurück. In diesem Charakter muss ich die Justiz. Ein Gegner wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Auf Ärger aus. Die ist so aggressiv. Was ist denn los? Was hat die hier für Stats? So viel Damage. Schön. Faszinierend. Ich weiß schon, was du machen willst. Warum? Weil ich es kann. Ich habe mich entschieden. Nah bei Freunden, aber unauffindbar für Feinde. Viel Geld bekommen. Mega aggressiv. Und nur Narren zögern. Ein Gegner wurde getötet. Ha! Ohne Gnade. Das ist ganz genau, dass ich auf sie warte, auf sie warte. Angst. Sie hat jetzt plötzlich Angst bekommen. Blut für Noxus! Wie sie immer Angst hat vom Turm. Aber unauffindbar für Feinde. Ein Gegner wurde getötet. Kein Zurück. Spiele nie fair. Wurde getötet. Gegner wurde getötet. Nur Narren zögern. Jetzt hat sie plötzlich Angst, gell? Ja, ja. Warum? Weil ich es kann. Ich habe mich entschieden. Ja, das bringt dir aber nach.
Perfekt. Faszinierend. Ich mag solche Charaktere nicht. Ist nur Pussy-Modus. Auf Ärger aus? Auf den Punkt. Schalala. Spiele nie fair. Blutrausch. Lass das Blutvergießen beginnen. Kein Zurück. Ich farm viel besser sie. Was, sie hat mehr Farm? Okay, wahrscheinlich wegen dem. Auf Ärger aus. Was machst denn du, Rengar? Schalala. Warum? Weil ich es kann. Ein Gegner wurde getötet. Bleib nah bei Freunden, aber unauffindbar für Feinde. Nur Narren zögern. So hilfst du so wenig Bord, Top? Team hat einen Turm zerstört. Ich habe mich entschieden. Auf den Punkt. Berserker. Ein Gegner wurde getötet. Ich liebe es. Komm zu mir, komm zu mir. Warum? Weil ich es kann. Blutvergießen beginnen. Euer Team hat einen Turm zerstört. Auf Ärger aus. Getötet. Ich habe mich entschieden. Blutrausch. Nur Narren zögern. Hallo? Ich habe immer konstante FPS. Jetzt ist es nicht.
spielen nie fair. Stimmt etwas nicht. Danke fürs Helfen. Und angreifen, die ganze Zeit nur angreifen. Auf den Punkt. Unaufhaltbar. Doppeltötung. Nicht so risky. Terminiert. Bleib nah bei dir. Aber unauffindbar für Feinde. Die hat so einen mega Vorteil beim Farmen. Kein Zurück. Ohne Gnade. Blut für Noxus! Faszinierend. Terminiert. Ich liebe es. Auf Ärger aus. Verbündeter wurde getötet. Ich kann nicht warten. Ein Gegner wurde getötet. Lasst uns tanzen. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Ein Gegner verfällt in Blutrausch. Spiele nie fair. Ich habe mich entschieden. Ich weiß ganz genau, dass die dort bei mir lagen. Da gehe ich jetzt sicher mal nicht hin. Ich kann nicht warten. Warum? Weil ich es kann. Lasst uns tanzen. Die ist schnell. Die ist zu schnell. Kannst du vergessen. Oh, scheiße, du Arsch. Oh mein Gott. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Was hat die denn gemacht? Things no SS and... Nur Narren zögern. So etwas von schlecht wieder mal. Ein Gegner wurde getötet. Jagt ihn doch nicht. Aber unauffindbar für Feinde. Das sind so leichte Gegner. Oh Gott. Ha!
Alter, macht ein. Ein. Ihr habt einen Gegner getötet. Spiele nie fair. Reicht doch gut. Lass das Blutvergießen beginnen. Bleib nah bei Freunden, aber unauffindbar für Feinde. Mach dir das mal bitte. Auf den Punkt. Kein Zurück. Hey, gib mir ja nie Blau und Blue Buff. Achtung, wir kommen alle. Nur Narren zögern. Ich habe mich entschieden. Auf Ärger aus. Wie kann ich jetzt da die Ding machen? Blutrausch. So, warum? Ah. Weil ich es kann. Hat einen Turm zerstört. Ja, so will ich automatisch. Was habe ich jetzt gemacht? Sie starb sehr gut gegen Kai. Gegen Magnanet. Ein Gegner wurde getötet. Kai ist schon wieder tot. Die hat 1-5-2. Die spielt viel zu aggressiv. Nur Narren zögern. Blutrausch. Blut für Noxus! Euer Team hat einen Turm zerstört. Ohne Gnade. So. Amulett des Aufstiegs ist es, ne? Ich liebe es. Warum? Weil ich es kann. Dann hier ein bisschen. Nein, das ist zu risky. Bleib nah bei Freunden, aber unauffindbar für Feinde. Es kommen alle zu euch. Auf Ärger aus. Geht weg! Alle weg! Oh. Sie einfach alles ignorieren. Spiele nie fair. Ihr müsst sie auf das Pins machen. Ist mir ein Vergnügen. Mich entschieden. Ach, die Gegner sind schon jetzt der Fall. Die Gegner sind schon wahnsinnig schlecht.
Faszinierend. Euer Team hat einen Turm zerstört. Kein Zurück. Das nervt. Auf Ärger aus. Wieso hat die nicht angegriffen, die nicht angegriffen wird, ist die Hütte? Keine Ahnung. Ich habe mich entschieden. Ein Gegner wurde getötet. Gut, da wurde nur Narren zögern. Zerstört. Faszinierend. Unaufhaltbar. Ha. Auf terminiert. Na ja, der Arme. Unauffindbar für Feinde. Blut für Noxus! Warum? Weil ich es kann. Kein Zurück. Ich hab da irgendwie eine aktive Fähigkeit. Genau. Spiele nie fair. Kommt doch, helft mir mal. Ich habe mich entschieden. Vergießen wir gegen. Als Support? Nein, da. Euer Team hat einen Invisible-Turm zerstört. 10-2. Euer Team hat einen Turm zerstört. Aber unauffindbar für Feinde. Ohne Gnade. Ganz gut. Team hat einen Inhibitor zerstört. Ja, ich wollte ja besiegen. Okay, ein cooles Spiel. Danke fürs Helfen, ihr Teammitglieder, auch wenn ihr das Video wahrscheinlich nicht sehen werdet. Aber ja, war ein gutes Team. Einfach ein bisschen zu Dinge zu weit vorne und so, dass ihr viele Tode bekommen habt. Aber immer ein bisschen langsamer spielen. Ein bisschen umgehört. Kills. Ja, also, Dankeschön fürs Zuschauen, hat Spaß gemacht. Vielleicht werde ich jetzt bald nochmals ein Match machen und aufnehmen. Sonst können wir gerne beim Livestream, das ich am Morgen mache, mit euch zusammen. Ich gerne spielen im Livestream und ja.
Okay. Ja, das wär's. Ich bin ein bisschen unkonzentriert, so. Ich habe schon lange nicht mehr geschlafen und so. Aber ja, war cool und ja, mehr kann ich jetzt nicht gerade sagen. Ich finde Katharina echt geil. Die hat richtig Power und so. Aber irgendwas mit der Ulti stimmt da irgendwie nicht mehr. Früher hat die Ulti extrem gekillt. Vielleicht habe ich einfach ein bisschen zu wenig auf AP gesetzt. Muss mal schauen, ob ohne Gunblade, Hextech Gunblade, der Charakter besser geht und so.